So, willkommen zum sechsten Teil von Banjo-Kazooie 64. Ich hatte mal die ROM neu gestartet, da hab ich auch die Mütze wieder. Hab's aber auch aus dem Grund gemacht, dass ich mal vermutet habe, dass das ein Bug war mit den Pyramiden. Und ich deswegen nicht diese eine Zahl da gesehen habe. Und ich versuche jetzt mal wirklich irgendwie das so hinzureißen, dass alles wieder gerade wird und hier es in einem angenehmen Spielklima weitergehen kann. So, die Eingänge müssen wir also finden. Oder gab es am Anfang einen? Nein, oder? Nee, Quatsch. Völliger Blödsinn. Die gab es ja wohl, ja, da, wo ich sie schon alle gefunden habe, halt. Nur eben, dass hier irgendwas nicht funktioniert hatte. Hier war die Nummer 1, ne? Ach ja. Shit. Ja, fuck. Bin ich dann wieder hier? Boah, die ganzen Texturen sind voll im Arsch hier. Gut, das war die 1. Weißt du, die hole ich jetzt mal später. Weil die erscheinen ja hundertprozentig. Vielleicht hilft mir das dann irgendwie. Ja, hier muss jetzt auch erscheinen. Dann kann ich jetzt nämlich auch testen, ob da jetzt die 1 oder die 2 kommt. Die 1. Das heißt, da kam gerade gar nichts. Dann teste ich hier nochmal. Hier ist definitiv nichts, ey. Gar nichts ist da. Da muss ja eigentlich eine 2 kommen, ne? Kommt auch. Und Mario backt sich kurz rein. Der Mensch, gerade hatte ich. Ach ja, natürlich. Oder? Ja. Dem hab ich gerade bestimmt gehabt, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht runterfallen. Ja, dann ist hier die 4. Und eine rote. Und das war's dann wieder. Weil die hier aktiviert sich ja nicht da hinten. Und weil die sich nicht aktiviert, krieg ich keinen verdammten Stern. Also man kann wirklich nicht abschreiben, dass das hier nicht der Eingang sein soll, den ich brauche. Das wird ja hundertprozentig sein. Es ist halt nur verbuggt. Oder war hier noch irgendwo was? Scheint nicht so. Das wird ein Bug sein. Bloß ab. Der hat sogar noch. Oh ne, die habe ich. Super. Hä? Oder hat der Vogel den jetzt fallen lassen? Oder. Was ist denn hier los, ey? Jetzt finde ich den nicht. Ach da. Ja, der Vogel muss den gehabt haben. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, wirklich nicht.
Ich sammle einfach die 8 Roten. Vergessen wir die Pyramiden einfach. Ja, eine habe ich schon mal. Jetzt kann es eventuell mal wieder ein bisschen Spaß machen. Sollte das denn gerade, ey? Weil ich muss sagen, die ersten 4 Kurse oder so, die waren ja schon wirklich grandios. Alles herausragend gemacht und dann sowas. Ist hier was? Du hau bloß ab. Ich muss nochmal eben was testen. Ich will ihm nochmal eine verpassen, um dann eben zu testen, ob dann nochmal einen blauen Stern vielleicht fallen lässt. Nee. Gut. Damit jetzt weiter gesammelt. Soll ich denn da drauf kommen? Achso, cool. Da oben drin war ja noch eine. Ne? Ich erinnere mich ja noch. Das war die 4., ne? Ja, die 4. Dann kann ich eventuell mal nachschauen. Und da oben ist noch eine. 5. 6. Das wird wieder lustig. Ach ja. Jo, 7 haben wir gleich. Nein. Ach, Mann, ey. Ja, 7. Soll es dann auch gewesen sein. Darunter will ich wirklich nicht. Oh, ich hab doch gesagt, da will ich nicht runter. Ach, was soll's, ich mach einfach nochmal. Ach, guck mal, was da ist. Ich glaube, ich hole mir gerade mein Ding ins Kirchen, mein Hut zurück. Wo ist denn hier, ach da, okay. Oh, um Himmels Willen, ey. Das wird heute noch was? Wie kann man sich denn so behindert anstellen? Irgendwie muss man doch da hochkommen. Außer über die Treppe hier, über diese riesengroße. Oh, komm her, du Vogel. Wo ist er denn jetzt? Ach da, okay. Ach, haben wir den Kurs gewechselt, ja? Weil ich ihn mit Sicherheit nicht erwischen kann. Ach, behalte sie doch. Ich habe jetzt eh keinen Bock mehr auf diese scheiß Mützenjagd. Das war schon mit dem Kurs, oder? Das kann doch gar nicht gewesen sein. Das war's aber. Dann hole ich mir meine Mütze und mach dann weiter. So. Wo ist er denn? Irgendwo muss er hier rumfliegen. Ach, das sind 2 Einsen gewesen. Boah, was ein mieser Stern, das dann am Anfang war, ey. Ja, jetzt komm mal her. Ey, der fliegt jetzt nicht immer da rum, oder? Scheint so. Pech gehabt, keine Mütze mehr. Gut. Keine Mütze für dich. 4 Sterne vermisse ich. Die Metal Cap. Wo ist denn die?
Wo ist denn die? Ach ja, ich muss ja noch hier hoch, ne? Ich wollte ja mal um den grünen Block rumfliegen, ein bisschen gucken, ob da was ist. Wenn überhaupt ein grüner Block ist. Boah, ist das eklig. Ja, das sieht nicht so aus eigentlich. Nee, das scheint nichts zu sein. Ach, was mache ich denn da? Ich bin ja mal dümmer als. Ach. So. Ist doch offensichtlich, wo die Metal Cap ist. So. Und so, fast. Hör mal. Ach, der hat hier doch was geändert, ey. Auf S64 geht das auf einen Versuch. So. Kleinkörper. Muss ja hier sein, ne? Was will er denn hier? Was? Muss hier sein, hundertprozentig. Ist offen. Und eine Münze war drin. Ja, schade. Kann ich da vielleicht diesmal rein? Nee, Strömung. Ja, ich guck trotzdem mal ein bisschen draußen rum. Also in der Rutsche war definitiv auch nichts. Aber ich habe ja einen extra Stern, ne? Zwei. Echt? Okay. Was will er? Ach so. Kanone zu, okay. Ach ja, den Hasen habe ich ganz vergessen als extra Stern. Tja, was mache ich denn jetzt? Kann ich eigentlich da schon rein? Nope. Ich guck mich in meinem Geistergarten ganz kurz um. Und wenn nicht, dann mache ich jetzt mal komplett dicht hier. Okay. Nee, scheint nichts zu sein. Hab ich gerade einen Geister hochgejagt? Okay. Keine Chance. Im Keller vielleicht nochmal was? Aber was soll denn da sein? Das Beta-Dingens? Ist hier vielleicht nochmal eine Hilfe oder so? Nee. Ich werde wohl die Ende machen. Dann gibt es hier wohl nichts mehr. Ja, dann danke für eure ganze Mühe, euch das anzuschauen und ja, es wird noch bald auf jeden Fall ein Projekt geben. Ja, und ich würde mal sagen, na, so in wenigen Wochen oder vielleicht sogar schon in einigen Tagen wird noch was folgen. Haltet die Ohren steif und bis dann.